Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir weiter mit der Aktion Kristallseminar und der letzten Herausforderung Geheimnis der Konvertierung. Und bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es nicht so wird wie beim letzten Mal. Hinter den Reflexionsreaktionen den Sender- und Empfängerkristallen sowie der 1:1 Entsprechung der Auslösebedingungen in Bezug auf die ausgelösten Effekte steckt das essentielle ultimative Geheimnis, und zwar die Konvertierung der Eigenschaften. Ja, aber eigentlich 2000 Punkte sind ja immer easy gewesen, deswegen passt das schon. Na gut, wobei 2500, aber naja. Verringert die Verteidigung vom Zustand gefroren betroffener Gegner um 50%. Dieser Effekt wird 3 Sekunden nach dem Ende des Zustands gefroren entfernt. Das heißt, man soll im Endeffekt die Gegner einfrieren, was ich vor allem im ersten Durchlauf wahrscheinlich als sehr einfach gestalten dürfte, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charakter, sag ich schon. 7 Gegner bereits von sich aus das Hydro-Attribut tragen, und der Hydro-Samachul zusätzlich verleiht das Hydro-Attribut, wobei der natürlich auch heilt, deswegen sollte man das eigentlich nicht zulassen. Aber ja, das heißt, fast alle Gegner hier haben sowieso schon das Hydro-Attribut, deswegen sollte das eigentlich relativ einfach sein. Schauen wir mal, welche Charaktere wir hier zur Auswahl haben. Wir haben tatsächlich 2 Hydro und 2 Kryo. Er gefällt mir jetzt tatsächlich nicht so gut, weil als es Geo-Schadensbonus gab, da waren ja auch 4 Geo-Charakter. Aber gut, das ist jetzt natürlich meine persönliche Sicht der Dinge, weil ich habe halt ein paar Hydro-Charakter, die habe ich auch gebaut, oder zumindest 2, und keinen richtigen Kryo. Deswegen machen wir es auch so, wir nehmen schon mal die Kryo jeweils in ein Team und kombinieren sie, ja, von mir aus mit Mona. Und dann machen wir vielleicht trotzdem noch, ja, bei Kaya würde ich wahrscheinlich eher hier rein tun. Und dann machen wir hier nicht Mona, sondern Kasua, dann Mona und dann Xingqiu oder Xingqiu. Und dann machen wir hier vielleicht noch, achso, im zweiten Team, Moment mal, im zweiten Team können wir die Gegner gar nicht mehr so leicht einfrieren, ne? Moment mal, tatsächlich, im zweiten Durchlauf ist es deutlich schwieriger, die Gegner einzufrieren, weil sie nicht von sich aus das Hydro-Attribut tragen. Ja, stimmt, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Im ersten Durchlauf reicht eigentlich, wenn man nur Ayaka hat und ein bisschen Hydro, also eben Xingqiu. Da würde ich sagen, machen wir hier zack, zack. Und hier machen wir Kaya und dann machen wir noch, dann machen wir noch, na gut, ich habe gar keinen weiteren Hydro-Helden, ne? Not really. Ja, machen wir einfach noch Barbara. Ja, das passt schon so. Aber wenn ich die 2000 Punkte nicht schaffen sollte, dann ist es eure, was? Kryo-Schaden. An gefrorenen Gegnern zugefügten Schaden. Und Hydro-Schaden. Ja, würde ich sagen, machen wir alles einmal. Alright. Achso, ja genau, und hier natürlich auch. Zack. Und let's go. Ja, ich glaube, die Teams sind wieder nicht so gut, aber wie gesagt, ich will mir da auch nicht stundenlang den Kopf drüber zerbrechen. Ich will einfach diese Belohnungen haben. Und ja, wenn es nicht so gut funktioniert, dann ist es also. Kami Sato Art. Oh, jetzt muss man ein bisschen aufpassen mit den Hydro-Samachuls. Where are the enemies? Na, der Hydro-Abgrundmagier, der versaut natürlich wieder die ganze Tour. War ja wieder klar. Einer der nervigsten Gegner im ganzen Spiel. Mit Abstand. Okay.
Okay, wir haben aber fast Stufe 4 erreicht. Nur noch eine Minute übrig. Also das läuft schon mal deutlich besser als sonst. Des Öfteren. My apologies for killing you. Ja, so ist Ayaka. Killing you and saying sorry at the same time. Ja, ich hätte vielleicht doch, ich hätte noch einen Hydro, was laber ich. Ich hätte noch einen Elektro-Charakter mit reinbauen sollen, ich hätte Fische mitnehmen sollen. Ich habe drüber nachgedacht, aber, ne. Naja, es lief schon mal schlechter. Starke Gegner in 5 Sekunden, was sind hier denn bitte starke Gegner? Oh. Einfach nur eine gebuffte Version von einem Schwein anscheinend einfach. Oh no. Naja, keine Spezialfähigkeit mehr ready bekommen. Ja, es hat gut angefangen, aber gegen diese Hydro-Viecher war es dann irgendwie nicht genug. Ein Kryo-Held ist nicht genug gewesen. Na gut, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Boom. Weil das Problem ist, was ich mir hier nicht so ganz überlegt habe, ist, wer soll hier den Damage machen, aber das muss jetzt wohl Chong-Jung übernehmen. Ja, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das könnte tatsächlich eine noch schlechtere Punktzahl werden als gestern. Ja, das sind halt auch so ultra nervige Gegner, die Schatzräuber, weil die stehen alle so weit auseinander. Die Hälfte von denen sind Fernkämpfer, die andere Hälfte sind keine Fernkämpfer. Aber es ist so ätzend. Uff. Du kommst hier nicht weg, Freund. Freund der Sonne, du. Eineinhalb Minuten noch, OMG. Ich glaube, ich schaffe es halt echt nicht, die 1000 Punkte zu kriegen. 2000 Punkte meine ich natürlich. Wie viele Punkte gibt der? Safe 100, oder? Ah, sogar ein bisschen mehr. Na ja, gut, wenn noch einer davon kommt, möglichst vielleicht mit so vielen Gegnern kombiniert wie möglich, dass man vielleicht auch mal ein bisschen auf den AOE-Damage setzen kann. Aber es bringt halt gar nicht so viele AOE-Damage, weil die Gegner halt viel zu weit auseinander stehen. Da standen sie jetzt mal halbwegs nah beieinander. Aber halt auch nicht so viel. ...1800 Punkte. Ja gut, okay, wenn wir den besiegen, dann müsste es eigentlich reichen. Ja, Kryo und Geo sind tatsächlich meine mit Abstand schlechtesten Elemente, weil ich da halt keinen Charakter habe. Das ist einfach so. Na gut, Geo stimmt nicht. Geo habe ich Zhongli, aber... Naja, zählt Zhongli wirklich? I don't know. Oh, no, Mann. Ich habe nur 14 Sekunden, das wird sogar sauknapp noch. Heilige Makrele. 2124 Punkte. Schlechteste Punktzahl im ganzen Event. Ja, aber bei sowas, das... Also normalerweise, früher hätte ich das auch nie gemacht, aber ich meine jetzt zum Zwecke der Aktion und weil es ja doch relativ einfach ist, die 2000 Punkte zu erreichen, selbst wenn man einen kompletten Schwachsinn macht, sofern man hochgelevelte Charakter hat zumindest. Also früher habe ich das nie gemacht, früher habe ich es dann immer so gemacht, wenn ich irgendwas nicht hatte, also ich habe zum Beispiel gesagt, okay, ich habe kein Team, das wirklich gut einfrieren kann, dann habe ich es halt einfach nicht benutzt. Dann habe ich das halt einfach ignoriert, diese Tatsache, dass hier steht, Verteidigung, bla bla bla, mit Zustand gefroren. Das habe ich dann einfach ignoriert und habe einfach meine normalen Teams benutzt. Und dann schafft man eigentlich trotzdem immer eine ziemlich hohe Punktzahl. Also wenn ich jetzt jeden Tag einfach die gleichen Teams benutzt hätte, minimal abgeändert vielleicht wegen der Gegnerart, aber so vom Grundsatz her immer ungefähr die gleichen Teams, eben mit ein, zwei Auswechslungen vielleicht, dann hätte man hier jeden Tag eigentlich Minimum drei, also dann hätte man jeden Tag ungefähr die gleiche Punktzahl wahrscheinlich gehabt. Und an den Tagen, wo eben das gepusht wird, was du sowieso benutzt, da hast du dann halt eine richtig hohe Punktzahl, so wie hier zum Beispiel. Aber jetzt habe ich halt gestern und heute habe ich jetzt dann quasi
Ja, es ist halt einfach so gemacht, wie es das Spiel quasi will, was halt einfach keinen Sinn ergibt, weil ich die Charakter dafür einfach nicht habe und entsprechend halt auch nicht wirklich weiß oder beziehungsweise nicht die Erfahrung habe, welche Charakter da am besten zusammenpassen. Und ja, Ausreden-Styler verabschiedet sich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns beim nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.